Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, das Sommerwetter ist da und wir brauchen ja da dringend neue Oberteile, ne? Also nähe ich heute mit dir zusammen mein Herzstück. Ja, ich habe das deshalb Herzstück genannt, weil ich unbedingt ein Shirt gesucht habe, was diese Raffung hat und ganz viel ausprobiert habe und da war kein Schnittmuster dabei, was mir gefallen hat oder was am Ende so aussah, wie ich wollte. Und deshalb habe ich es dann einfach selber gemacht. Also viel Spaß dabei! Ja, das Herzstück ist ein Blusenshirt in den Größen 34 bis 48. Es ist ursprünglich für Webware gedacht, aber ich habe es auch schon ein paar Mal aus Jersey genäht. Wenn der ein bisschen fester ist, ist das gar kein Thema. Und das Schnittmuster enthält natürlich nicht nur die geraffte Ärmelvariante, sondern auch eine glatte. Dann ist das Ganze ein bisschen schlichter. Und ja, das E-Book oder auch das Papierschnittmuster gibt es bei mir im Shop. Du startest mit dem Zusammennähen der Ärmel. Also legst sie rechts auf rechts aufeinander und nähst sie dort in dem kurzen Stück zusammen. Vorher solltest du natürlich schon mal den Abnäher reinmachen. Wie ich das gemacht habe, verlinke ich dir hier oben. Und das sieht jetzt in der Variante, also abgesehen davon, dass eine Seite versäubert ist, die andere nicht, jetzt ein bisschen komisch aus. Aber die Seiten dort werden ja gerafft und dann genau an der Naht entlang oder an der Schnittkante entlang wird dann ja der Ärmel gerafft. Und dann kriegt das Ganze auch die Form, die es eben braucht, um dann an das Rückenteil ranzupassen. Und das Vorderteil wird natürlich auch mit den Abnähern versehen und dann im Nachhinein einmal komplett ringsum versäubert, wie alle anderen Schnittteile auch. Hier ist wichtig, dass du da den Abnäher dann eben in eine Richtung klappst. Ich mache das immer gerne nach unten, dass der auch befestigt ist. Und ja, ich verlinke das Video hier oben nochmal. Genau, jetzt ist auch der Ärmel oder das Doppelärmelteil, wie immer man will, auch komplett versäubert. Und jetzt werden die Bereiche eben gerafft. Dafür machst du dir die Markierung und übernimmst die von dem Schnittteil. Und ich habe das jetzt hier mal mit so einer Klammer gekennzeichnet, genau dort. Und dann auf der anderen Seite auch. Dadurch, dass der Abnäher jetzt schon drin ist in der Schulternaht, fällt das natürlich jetzt nicht mehr so optimal, aber man erkennt das. Und das markierst du dir an beiden Ärmeln und dann wird gerafft. Das ist jetzt das Rückteil, das auch versäubert ist ringsum und das dich mit der rechten Seite jetzt anguckt. Und ich habe jetzt entlang der Markierung mit einem langen Geradstich so einen Hilfsfaden eingenäht. Und an diesem Faden entlang kannst du den Stoff jetzt super raffen. Und das sollte auch schön gleichmäßig sein, damit es eben nachher hinten am Rücken auch gut aussieht. Und nun wird dieses ganze Ärmelteil rechts auf rechts an das Rückenteil gesteckt. Und ich fange mal außen an. Die äußeren Bereiche da unter dem Arm, die sind ja noch gerade und werden nicht gerafft. Und wenn du das rechts und links feststeckst, dann weißt du auch, wie viel du jetzt in diesem Zwischenbereich raffen kannst oder raffen musst. Das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich von Stoff zu Stoff und von der Festigkeit hängt das ab. Also erst die Seiten befestigen und dann den Zwischenbereich schön gleichmäßig raffen. Wenn du alles ordentlich festgesteckt hast, dann kannst du da jetzt einmal entlang nähen und den Ärmel an das Rückenteil nähen. Und das Ganze sieht dann so aus. Und dann sieht man eigentlich schon, wie schön das hinterher aussieht. Genau, manchmal guckt dann da noch so der eine oder andere Hilfsfaden raus. Wie jetzt bei mir hier zum Beispiel auf der linken Seite, da ist der Daumen jetzt drüber. Dann kann man auch einfach von innen oder von außen den Hilfsfaden nehmen und rausziehen. Der ist ja durch den langen Geradstich da nicht besonders fest dran. Also das sollte eigentlich relativ einfach zu entfernen sein.
Man kann die ganze Geschichte natürlich auch anders raffen, zum Beispiel mit Framelon oder Gummi, aber das ist mir eigentlich immer zu unsicher, weil ich immer nicht weiß, wie der Stoff sich dann verhält und wie die Falten liegen. Und mit der Variante hier hat man am meisten Spielraum und kann auch noch am meisten nachjustieren, wenn man alles zusammengesteckt hat. Ich bin ja auch immer ein Fan davon, das Ganze nochmal, also die Nahtzugabe zu sichern, damit sie zum einen innen eben nicht so rumschlabbert und zum anderen gibt das Außen einfach jetzt nochmal eine richtig schöne Form. Also einmal knappkantig absteppen und ja, dann sieht das auch richtig schön gerade und ordentlich aus. Als nächstes werden Rückenteil und Ärmel an das Vorderteil genäht. Also legst du es mit der rechten Seite zu dir guckend zu dir hin und dann geht es eigentlich genauso wieder wie auf der Rückseite weiter. Also du raffst den markierten Bereich schön gleichmäßig und auch hier sollte ich natürlich erstmal die Fusseln da abschneiden, das habe ich wahrscheinlich auch gleich gemacht. sollte natürlich der Ärmel sauber aussehen und ja, perfekt, da kommt's. Genau, die Versäuberung abschneiden. Und dann außen unter dem Arm wieder anfangen, das Ganze dort feststecken und dann oben am Halsausschnitt feststecken. Und jetzt weißt du, wie viel du das Ärmelteil raffen musst und kannst das eben in der Variante ganz super da machen. Feststecken und natürlich festnähen. Rechts auf rechts bitte. Ich habe jetzt auch diese Naht hier vorn nochmal abgesteppt, damit es eben einfach schön aussieht. Und dann kommt auch nochmal die Raffung viel besser zur Geltung, finde ich. Ich nehme dafür eigentlich immer diesen Blindstichfuß. Der hat diese schöne Kante und mit der kann man dann eben super da entlang fahren. Und bei meiner Nähmaschine kann ich die Nadelposition verstellen. Die mache ich dann eben in dem Fall hier jetzt auf links rüber und dann näht er nämlich richtig schön sauber in gleichmäßigen Abstand diese Naht. Ja, da ist auch nochmal so ein Zusatzfaden, genau, die können wir jetzt auch wieder rausziehen und ja, dann ist da eigentlich schon alles fertig und es geht mit dem Ärmel weiter. Ich mache wieder die einfache Variante und habe den Ärmel versäubert und klappe den jetzt nach innen um. Du kannst natürlich das Ganze auch mit einem Schrägband versäubern, ja, Rollsaum, was immer dir da lieb ist. Aber ich habe das in der einfachen Variante gemacht. Also nach innen umklappen den Ärmel und dann die Nahtzugabe oder die Saumzugabe festnähen. So, als nächstes dann das ganze Shirt rechts auf rechts legen und jetzt werden die Seitennähte zusammengenäht. Und ich glaube, da habe ich jetzt so hoffentlich auch nochmal die Nahaufnahme gemacht, denn ich habe den Ärmel, der ist ja im Schnittmuster als langer Ärmel vorhanden, den habe ich mir eben auf die kurze Länge gekürzt und manchmal ist es so, dass dann die rechte und die linke Seite von der Länge her nicht ganz so zusammenpassen. Ne? Also ich schwöre, das passiert nicht beim Zuschneiden, das muss irgendeiner nebenan machen, wahrscheinlich wenn wir weggucken, aber manchmal passiert das, dass diese zwei Teile vom Ärmel eben nicht gleich lang sind und bevor ich das zusammennähe, gucke ich immer, ob die passen von der Höhe, wenn nicht, dann reguliere ich das nochmal, nähe nochmal lang und danach nähe ich dann die Seiten erst zusammen. So, als nächstes habe ich auch wieder die einfache Variante hier gewählt und habe die Saumzugabe nach innen umgeklappt und einmal festgesteppt. An den Rändern, da ist ja diese kleine Rundung drin am Rücken, damit es einfach ein bisschen weicher aussieht beim Fall, müsst ihr das wahrscheinlich ein bisschen dehnen. Und das sieht dann in der Rohvariante jetzt so ein bisschen welliger aus. Aber wenn man darüber bügelt, dann wird die Kante richtig schön sauber und glatt.
Ansonsten, wenn das nicht funktioniert mit dem Umlegen und es dann zu wellig wird, weil der Stoff zu stabil ist, dann müsst ihr da unten einen Rollsaum nehmen oder das Ganze eben mit dem Schrägband versäubern. Es hängt aber wirklich von dem Material ab, das ihr nehmt. Der letzte Schritt ist dann der Halsbeleg. Und da nehmt ihr beide Belegteile und legt sie rechts aufeinander und näht sie zusammen. Und danach wird es einmal außenrum versäubert. Und das ist jetzt hier natürlich ein bisschen trickier, weil ihr nicht eine richtige Schulternaht habt, wo ihr den Beleg anlegen könnt. Deswegen nehmt euch das Shirt, also das Vorderteil, markiert euch dort die Mitte. Ich habe das jetzt hier mit der Klammer gemacht. Das gleiche macht ihr beim Beleg auch. Also wieder aufeinander legen und da die Mitte markieren und dann heftet ihr Mitte über Mitte und habt jetzt quasi beide Male die Vorderteile übereinander und nun wird der Beleg einfach schön sauber am Halsausschnitt entlang festgesteckt und festgenäht. Hier unten ist nochmal der gebügelte Abschluss, ne? Also das sieht dann schon viel, viel schöner aus. Aber als nächstes wird jetzt vor allen Dingen erstmal der Beleg nach innen umgeklappt und ich habe den jetzt in den Nähten nochmal kurz mit ein paar Stichen befestigt, damit er eben nicht rauskommt und nicht rumklappt. Du kannst ihn natürlich zusätzlich mit meinem geliebten Saumband nochmal befestigen. Ich verlinke das oben mal. Aber dann bitte nur am Vorder- und am Rückenteil, damit die Raffung nicht kaputt geht, ne? Und zack, fertig ist es. Ja, also, ich bin ja total verliebt in das Oberteil. Ich mag auch die Farbe total gern und mit der Raffung hat das eben so einen ganz tollen Look auch. Das hier ist mal die Jersey-Variante und dann mit einem, also ohne Raffung, mit glatten Ärmeln. Ist auch schön. Und ja, was ich natürlich empfehlen kann, passt perfekt dazu, das ist mein Rock Frieda oder eben auch Finas Rock. Also das sind richtige schöne Sommerkombinationen. Ja, dann hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat und verlinke dir hier gerne noch die anderen zwei Anleitungen. Und ansonsten viel, viel Spaß beim Nähen. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst und dann bitte auch die Benachrichtigung aktivieren an der Klingel. Dann bekommst du auch immer gleich eine Info, wenn ein neues Video da ist. Tschüss!